Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werdet ihr sehen, wie ich meine Extensions rausnehme. Ja, meine Extensions sind jetzt schon draußen, nur habe ich gerade das Video geschnitten und gesehen, dass der Anfang super unscharf war. Und deshalb wollte ich das nochmal machen. Ja, über die Gründe und alles weitere werdet ihr in dem Video erfahren. Viel Spaß! Ja, ich habe mir relativ schnell, nachdem ich mir die auch einsetzen lassen habe, so einen Extension Remover auf Amazon bestellt. Einfach, falls mal irgendwas ist oder so, dass ich die auch selber raus machen kann. Also ich habe oft gehört, dass es sehr einfach gehen soll mit so einem Remover. Und auch wenn ich mir die jetzt hätte hochsetzen lassen wollen, hätte ich einfach unheimlich viel Geld gespart, weil manche Friseure nehmen auch wirklich 150 Euro nur zum Removen. Und das hat jetzt um die 10 Euro gekostet und man kann es halt echt richtig gut selber machen, hoffe ich. Ich werde es gleich sehen. Das ist auf jeden Fall auch für euch unten verlinkt, falls ihr Interesse dran habt. Ich gucke jetzt mal, was hier drauf steht. Hier steht drauf, zum sanften Entfernen von Echthaar-Extensions mit allen gängigen Bonding-Arten. Durch die erhaltene Pflegestoffe wird ihr Eigenhaar geschont. Den Bonding-Löser auf die Verbindungsstelle aufsprühen und diesen mit Hilfe einer Entfernerzange lösen. Ja, ich habe auf jeden Fall keine Entfernerzange, aber ich guck mal, ob ich da irgendwie so mit meinem Finger rankomme. Ansonsten muss mir gleich mein Freund helfen. Ja, ich mache meine Haare erstmal auf. Die sehen jetzt wahrscheinlich grauenhaft aus. Ich habe die bestimmt eine Woche nicht gewaschen. Und ich habe die auch jetzt mehrere Tage lang im Dutt. Boah, die sind richtig verknotet. Und ich habe auch einfach keinen Bock mehr drauf gerade. Ich habe... Oh, scheiße. So, also es ist nicht so, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, weil mir die zu lang sind oder so. Also es ist schon sehr, sehr viel Haar, aber die brauchen einfach so, so viel Pflege. Und ich bin so ein Mensch, ich habe ja auch oft Perücken getragen und ich hatte die immer so schnell auf und konnte dann rausgehen bei den Haaren. Die muss man erst für 1000 Jahre kämmen, 1000 Jahre föhnen. Und mir war das einfach zu viel. Und ich habe jetzt gerade entweder, also es, ich weiß jetzt noch nicht, was ich mache. Entweder ich nehme die jetzt raus und lass mir die nochmal einsetzen in ein paar Wochen, in 1, 2 Wochen. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Pause machen, das ist ja kein Problem. Oder sogar noch eine bessere Qualität, weil meine Friseurin hat gesagt, dieses Schnitthaar, das braucht echt überhaupt gar keine Pflege. Und das wäre dann natürlich halt auch eine Option für mich. Oder ich trage jetzt nochmal ein paar Wochen Perücken, habe da richtig Bock drauf und mal sehen. Wahrscheinlich kriege ich gleich den Schock meines Lebens. Keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache. I don't know. Boah, es riecht aber gut. Es riecht nach Minze irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gleich den Schock meines Lebens kriege, weil ihr kennt die Story des Jahres noch gar nicht. Ich war mit den Extensions. Boah, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wenn ich die jetzt nicht rauskriege, habe ich den Arschkarte meines Lebens. Oder wenn ich jetzt so ein paar rauskriege. Morgen ist Feiertag und danach ist Sonntag und bis ich irgendwie dann echt zum Friseur kann. Das ist eine geisteskranke Idee. Aber jetzt habe ich angefangen und ich mache es jetzt zu Ende. Oh, hier kriege ich die Ecke auf. Ich kriege so eine Ecke auf. Okay. Doch, es geht. Oh, ich habe ein bisschen Angst irgendwie. Jetzt die Story des Jahrhunderts. Ich habe mehr Strähnen. Oh, das geht richtig einfach. Die Story des Jahrhunderts. Ich war beim Friseur, habe mir diese Highlights so ein bisschen reinmachen lassen. Aber meine Friseurin wollte halt unbedingt meine Haare auch ein bisschen schneiden. Und ich glaube, die hat die so zerschnitten, dass die vorne viel länger sind als hinten, aber nur bis hier hat die geschnitten. Ich habe es auch nicht verstanden. Also ich dachte mir so, okay, aber die hat da einfach viel zu viel abgeschnitten, weil die meinte, mein Eigenhaar, die Spitzen sind so dünn und so. Aber das war eigentlich perfekt für die Extensions, weil man so überhaupt gar keinen Übergang gesehen hat. Jetzt im Nachhinein hatte ich halt so ein bisschen Arschkarte. Boah, ich hoffe, ich verliere jetzt nicht 1000 Haare. Irgendwie ist es echt schwierig. Ich heule gleich, wenn ich sehe, wie wenig Haare ich habe. Ich sag's euch, das wird noch ein richtig trauriges Video. Boah, wenn ich jetzt für jede Strähne, ich habe ja glaube ich 25 Strähnen, so lange brauche, dann poste mal Zeit. Ich wollte noch Pizza bestellen. Ich glaube, es ist offen. Ich merke, dass ich Haare verliere. Das Kleber. Okay. Mal gucken, wie viel Eigenhaar jetzt dran klebt.
Ich habe die eine Seite abgemacht. Oh, es geht. Das ist nicht. Ja, es sind schon ein paar Haare. Seht ihr das? Sind das meine Haare oder sind das, keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Traurig, aber ist, wie es ist. Oh, das geht doch gut. Vielleicht hätte ich die. Vielleicht sprühe ich erstmal überall drauf auf alle und lasse sie dann kurz einweichen. Doch, das geht gut. Das geht gut. Nein! So, ich mache mal weiter und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch, wenn ich so die Hälfte abhabe. Sonst dauert das echt zu lange. So Leute, die Extensions sind raus. Ich habe das jetzt unten vor meinem großen Spiegel gemacht und ich habe bestimmt über 2 Stunden gebraucht. Ich habe hinterher eine Technik gefunden, die hat ein bisschen besser geklappt. Ich habe das ja immer so in den Kanten aufgeknibbelt, aber nachdem ich das so angesprüht habe, bin ich so von oben da rein. Wisst ihr, so dazwischen und habe das so auseinandergezogen. Ja, es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Plan ein bisschen Zeit ein. Der Löser hat, glaube ich, eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe jetzt keinen Vergleich, aber es ging auf jeden Fall. Und ich habe mir wirklich kaum Haare dabei rausgerissen. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Rückstände von dem Kleber und so. Und meine Haare sehen jetzt halt einfach so ein bisschen durchgenudelt aus. Aber es ist jetzt schon voll spät. Ich hau da morgen ein bisschen Pflege rein und dann gucken wir uns mal meine Haare genauer an, wie die jetzt aussehen. Weil ich kann jetzt auch schlecht durchkämmen, weil da halt wirklich noch an manchen Stellen so Kleber drin ist. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie was rausreißen. Und deshalb gucken wir mal morgen. Wir sehen uns dann. Hallo und welcome back. Ich habe gestern meine Extensions ja rausgemacht. Ich habe ja schon erzählt, wie ich das gemacht habe. Heute ist der nächste Tag. Ich habe heute meine Haare richtig krass gewaschen und schön so eine Haarmaske reingehauen. Ich habe immer noch so Klebestellen in den Haaren und ich hoffe, die gehen jetzt schnell möglich raus. Also so ein paar Strähnen sind halt noch mit dem Kleber verklebt. Ich habe leider von dem Spray nichts mehr. Das heißt, wenn ihr euch die rausmacht und das bestellt, da bleibt nichts von über. Wenn ihr so richtig safe gehen wollt, dann holt euch lieber 2, aber eigentlich reicht 1. Ich habe da nur halt bei den letzten Strähnen, weil ich so keinen Bock mehr habe, alles draufgeballert, was nur geht. Und ja, meine Haare, ich kann euch die jetzt mal zeigen. Die müssen auf jeden Fall in nächster Zeit vom Friseur behandelt werden. Das ist ganz klar. Ich hatte jetzt wieder so hässlich zusammen. Aber wir können mal gucken. An sich geht es denen gut. Und das ist, ich war, also, ja, so lang sind die jetzt bis hier so. Aber hier vorne sind die halt furchtbar geschnitten. Seht ihr das? Das hat meine Friseurin einfach verkackt. Vor allem sind die hier so einfach so und hier wieder lang. Deshalb muss ich irgendwas machen lassen. Aber ich glaube, ich schneide das unten einfach so ab, mache mir wieder so einen Bob. Ich habe Bock, den in dunkelblond so zu machen. Mal gucken, ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen, weil ich habe mir jetzt auch so eine geile Echthaarperücke bestellt. Die ist ungefähr in 2 Wochen bei mir und die werde ich wahrscheinlich dann hauptsächlich tragen. Und so habe ich einfach Bock, mir wieder einen Bob zu schneiden, damit die auch wieder alle gleichmäßig und so nachwachsen. Aber heute war das erstmal ein Schock, als ich duschen war und meine Haare nass waren. Ich dachte, oh mein Gott, wo sind meine ganzen Haare hin? Das war so komisch, wirklich. Aber ich bereue das jetzt trotzdem nicht, die rausgenommen zu haben. Ist alles gut. Also ich kann auch jedem empfehlen, die selbst rauszumachen. Nehmt euch auf jeden Fall Zeit. Ich habe einfach damit gerechnet, dass es schneller ging, als es letztendlich ging. Aber es ist gut machbar. Wenn ihr noch jemanden habt, der euch hilft, geht es nochmal viel, viel schneller. Ich habe es jetzt halt alleine gemacht. Ich wollte meinen Freund damit nicht belästigen, weil es ging so, ne. Hat ungefähr 2 Stunden, wie gesagt, gedauert. Und ja, ich habe jetzt noch ein paar Rückstände im Haar. Aber ich denke, wenn ich die jetzt noch ein paar Mal wasche, dann gehen die auch komplett raus. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mit auf meine Haarfärbe-Journey nehmen. Ich denke, dass ich, bevor ich zum Friseur gehe, die einmal selbst blondiere. Da werde ich euch natürlich wieder mitnehmen. Einfach aus dem Grund, weil dann kann ich nochmal Pause machen und muss ich 2-mal zum Friseur rennen, weil ich würde die nicht so an einem Tag auf die Farbe bringen wollen, wie ich sie letztendlich habe, obwohl ja echt viel abkommt dann. Also das ganze Stück hier hinten kommt ja dann wieder ab, so viel. Ich überlege mal, wie ich das mache. Vielleicht mache ich nochmal eine Haarfärbeaktion mit euch. Mal gucken. Ja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen, auch wenn das jetzt nicht so das ultra unterhaltsame Video war oder ultra hilfreich.
Ich wollte euch trotzdem daran teilhaben lassen, weil sonst wären wieder wahrscheinlich richtig viele Fragen aufgekommen. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram und auf TikTok. Beide Profile sind wie immer für euch unten verlinkt. Und ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da und abonniert natürlich meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer jetzt ist. Haut rein!